Jedes Mädchen hat mal einen peinlichen Moment. Im heutigen Video seht ihr, wie ihr zu Hause Haare entfernen, Augenringe verstecken, Zähne aufhellen könnt und sicherstellen könnt, dass euer Freund nur euch anschaut. Wir sind beste Freunde und sehen uns jeden Tag. Komm, wir umarmen uns. Oh, warum ist mein Shirt so nass und riecht nach Schweiß? Ja, wenn man zu viel schwitzt, kann das ganz schön peinlich sein. Meine Freundin will am liebsten abhauen. Aber renn nicht vor deinem Problem weg. Es muss nämlich gelöst werden. Backpulver und eine halbe Zitrone helfen euch hier. Gebt etwas Zitronensaft hinein und verrührt es. Übertragt die Mischung in ein praktisches Gefäß. Tragt dann das Produkt auf die saubere Haut auf und wascht es ab. So fühlt man sich gleich viel wohler und ich muss mich nicht mehr verstecken. Ein sehr praktischer Lifehack. Zitrone und Backpulver neutralisieren den unangenehmen Geruch. Wendet es am besten täglich an. Während ich mit meinem Freund rede, klingelt wieder mein Smartphone. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Typisch Jungs. Er fängt an, mit einem Mädel zu flirten. Er dreht sich schnell zu ihr und er beachtet mich gar nicht mehr. Aber für so eine Situation gibt es einen Lifehack. Zeigt dem Jungen, was sich hinter eurer Freundin verbirgt. Ihre peinlichsten Bilder. Hier ist sie gerade aufgewacht. Noch ein peinliches Bild. Und hier schnarcht sie auf der Couch. Tja, das hast du nicht erwartet, stimmt's? Jetzt ist er wie eine neue Person. Er wendet sich ab und hat überhaupt keine Lust mehr, sich mit ihr zu unterhalten. Aber hör in Zukunft auf zu flirten. Das ist ungerecht. Ich bin zwar größer als meine Freundin, aber irgendwie hat es mit der Brustgröße nicht so geklappt. Um dieses Problem zu lösen, braucht ihr drei BHs gleichzeitig. Zieht den ersten an, dann den zweiten und den dritten. Fertig! So ein starker Push-Up-Effekt überrascht garantiert. Und sie ist nicht die Einzige, die überrascht ist. Mädchen lieben es einfach, wenn sie nach Parfüm riechen. Schade, dass eine riesige Flasche Parfüm nicht in eine kleine Handtasche passt. Aber meine Freundin hat einen Tipp. Nehmt das Parfüm und etwas kosmetische Vaseline. Legt die Vaseline in einen separaten Behälter und besprüht es mit Parfüm. Verrührt es gut und schließt den Behälter. Meine Freundin bekommt auch eine Mini-Version. Sie sieht überrascht aus, aber sie trägt etwas davon auf ihre Haut auf. Das ist mein Lieblingsgeruch. Ja, und diese limitierte Edition passt auch in die kleinste Handtasche. Nicht schon wieder. Was kann man tun, wenn man starke Augenringe hat? Eine Concealer-Schicht rettet die Situation auch nicht. Schnappt euch einen roten Lippenstift und wendet es unterm Augenlid an. Verteilt den Lippenstift und reibt es leicht mit dem Finger ein. Nehmt jetzt euren Lieblingsconcealer und tragt ihn dann auf. Mit dieser Kombination hilft der rote Lippenstift, dunkle Ringe zu verstecken und verleiht eurer Haut einen natürlichen Farbton. Und die Augen sehen wieder frischer aus. Meiner Freundin entgeht doch gar nichts. Und natürlich wird sie gleich wieder einen Vortrag halten. Hast du deinen Arm nicht rasiert? Ihr braucht hierfür etwas Gelatine. Fügt etwas Wasser hinzu. Und gebt einen Teelöffel Stärke hinein. Fügt dann ein Eiweiß hinzu und verrührt es. Legt jetzt eine Papierserviette auf den Arm und tragt die Gelatinemischung mit einem Pinsel auf. Trocknet es mit einem Föhn und legt eine weitere Serviette drauf. Lasst es noch trocknen. Atmet tief ein und reißt die Serviette in Haarwuchsrichtung ab. Die Haare bleiben auf dem Papier. Die Arme sind so schön glatt. Und diese Mischung haben wir ganz alleine zubereitet. Und weiter geht's. Als nächstes bemerkt meine Freundin die Achselhaare. Hast du dich wochenlang nicht rasiert? Ja, das kann ziemlich peinlich sein. Vielleicht löst ein Chupa Chups dieses Problem. Zerkleinert den Lutscher mit einem Hammer und legt es auf einen Teller. Schmelzt es dann in der Mikrowelle. Wir lassen den Karamellzucker etwas abkühlen. Meine Freundin trägt es dann auf den Achseln auf. Es wird ein wenig schmerzhaft sein, aber jedes Mädchen weiß, dass Schönheit wehtut. Ein wenig Geduld und die Haut ist wieder schön glatt. Hier drin ist es so heiß. Ich halte es nicht mehr aus. Oh, ich bin ganz nass und ich habe nicht in die Hose gemacht. Ich schwitze wieder. Ihr braucht einfach nur Slip-Einlagen und ihr werdet an solchen Stellen nicht mehr schwitzen. Dreht die Hose um und bringt an jeder Problemstelle eine Slip-Einlage an. Die überschüssige Feuchtigkeit wird so aufgenommen und es gibt bestimmt keine peinlichen Momente mehr.
Meine nervigen Haare lassen sich mal wieder nicht kämmen. Die Haare verheddern sich andauernd. So gehen schnell die Haare kaputt. Aber es gibt eine Lösung. Ihr braucht eine normale Handcreme. Drückt ein wenig Creme auf die Handfläche und reibt eure Hände ein. Tragt einfach die Creme auf euer Haar auf, ohne den Ansatz zu berühren. Die Creme wirkt wie ein Balsam. Es pflegt die Haarspitzen und erleichtert das Kämmen. Kämmt eure Haare sorgfältig und eure Haare sehen schön gesund aus. Meine Freundin ist ein Kaffeesuchti, aber ihre Zähne mögen das überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Deine Zähne sind total gelb. Ihr braucht nur etwas gewöhnliche Aktivkohle. Zerdrückt die Tabletten, bis ihr Puder erhaltet. Fügt auch etwas Zitronensäure und etwas Wasser hinzu. Und verrührt es. Jetzt braucht ihr Folie und teilt den Lifehack mit eurer Freundin. Taucht euren Finger in die schwarze Masse und verteilt es auf eure Zähne. Deckt dann die Zähne mit Folie ab und wartet ein paar Minuten. Entfernt jetzt die Folie und putzt euch die Zähne. Hey, deine Zähne strahlen ja wieder! Ein schönes Lächeln ohne irgendwelche Zahnpasten. Meine Freundin will los, aber so kann sie bestimmt nicht gehen. Vertrau mir, warte lieber noch. Mit so einem Fleck auf deiner Hose kannst du nicht nach draußen gehen. Versucht die Situation zu verbessern und gebt eurer Freundin saubere Jeans. Eine Slip-Einlage und eine Plastiktüte. Schneidet die Griffe an den Nähten ab. Und bringt die Slip-Einlage in der Mitte der Tüte an. Zieht die Tüte wie eine Windel an und bindet jeweils einen Knoten fest. Mit so einem zuverlässigen Schutz könnt ihr beruhigt rausgehen. Ich wollte mich gerade hinlegen und schon kommt meine Freundin. Hey, ich wollte mich etwas ausruhen. Um meine Freundin zu beruhigen, werfe ich einfach einen Pulli zu ihr hin. Aber sie hat etwas anderes vor. Sie bezieht einfach damit das Kissen. Faltet die Ärmel zusammen und klappt das Ende hoch. So ist es viel praktischer. Ich benutze die Kapuze als Schlafmaske. Das war's. Ich bin dann mal weg. Weck mich erst am Abend wieder auf. Das ist schön bequem. Mein Freund kommt, aber er schaut nur auf sein Smartphone. Ja, die virtuelle Welt lenkt ihn total ab. Tja, da kann ich nichts machen. Aber meine Freunde helfen mir. Er soll sein Smartphone weglegen. Das bekommen wir schon hin. Schnappt euch ein paar Gummibänder und kombiniert sie auf diese Weise. Nehmt dann sein Smartphone weg. Befestigt es mit dem Gummiband an der Stirn. Jetzt habe ich erreicht, was ich wollte. Er schaut nur mich an. Manchmal benimmt sich meine Freundin echt seltsam. So wie jetzt zum Beispiel. Sie schaut sich ihre Hausschuhe an und lächelt immer. Und was ist daran so toll? Für diesen Lifehack braucht ihr Hausschuhe. Zeichnet den Umriss des Smartphones auf der Sohle nach und schneidet es aus. Steckt dann das Smartphone hinein. Meine Smartphone-Hausschuhe sind bereit. Zieht die Hausschuhe an und legt euer Bein auf das Knie. So kann ich mir die Videos viel besser anschauen. Ich hasse das. Jedes Mal geht meine Freundin mit ihren schmutzigen Socken auf mein Sofa. Aber ich habe die frisch angezogen. Hab dich nicht so. Damit eure weißen Socken nicht auf dem schmutzigen Boden dunkel werden, braucht ihr einfach nur Klebeband. Und wie soll das helfen? Schaut zu, zieht die Schuhe an der Eingangstür aus, nehmt ein breites Klebeband und klebt euren Fuß ein. Entfernt dann das Klebeband von den Socken. Und die Socken bleiben schneeweiß. Seid ihr heute eingeladen worden? Aber diese Strumpfhosen werden noch den ganzen Spaß verderben. Diese Shorts werden euch helfen, dieses Problem zu lösen. Zieht sie einfach direkt über die Strumpfhose. So sieht die Strumpfhose schön glatt aus und es gibt keine Knitterfalten mehr. Wie fandet ihr unsere Lifehacks? Schreibt uns, welche Ideen euch am besten gefallen haben und ob ihr eine Idee gleich nachmachen werdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.